Du willst wissen, was die drei stärksten Polls für den Anfang sind? Dann bist du hier genau richtig. Ich präsentiere dir drei Polls, mit denen du nicht gerechnet hast. Der erste auf der Liste ist Vulpix. Neben dem offensichtlichen Fakt, dass er putzig ist und einen brennenden Schwanz hat, haben diese kleinen Füchse praktische Fähigkeiten wie unbelastbar oder Angsthase. Damit lassen sie sich bestimmt leichter fangen. Ich habe mir direkt 4 Stück gefangen und in meinem Lager eingesetzt. Zugegeben, bis auf ihr Feuer haben sie ansonsten keinen Nutzen, aber dafür sind sie schön anzusehen. Außerdem kannst du deine Zigarette an ihnen anzünden. Super praktisch! Und apropos anzünden, sobald du ihr Geschirr hast, kannst du problemlos große Gegner verbrennen. Ohne Gegenwehr bist du schnell unbesiegbar. Vertrau mir! Mit dem zweiten Paul hast du bestimmt nicht gerechnet. Es handelt sich um das Huhn. Aber bevor du abschaltest, hör mir zu. Sobald der Cock in einem Stall steckt, veranstalten sie regelmäßig ein frohes Wettdrücken. Dabei erhältst du Eier. Und so kommen wir auch schon zum Vorteil. Das Ei hat mit seinen 78 Kalorien einen guten Nährwert. Zudem hast du pro Ei 6,3 Gramm Eiweiß und 5,3 Gramm Fett. Zum Überleben notwendig. Danke Huhn für das Frühstück. Nun kommen wir zu einem besonderen Paul. Ein eisiger Drache namens Gillette. Reitbar, belastbar, flink. Und nebenbei der erste Boss. Ich weiß, was du jetzt denkst. Aber Jax, ich bin gerade mal Level 3 und bei ihm habe ich eine Fangchance von gerade mal 1%. Wie soll ich ihn bekommen? Nun, da gibt es 2 sehr hilfreiche Tipps. Erstens, werfe die Sphäre von hinten. Das erhöht ein wenig die Chance. Und zweitens, vertraue auf das Herz der Karten. Die geringe Fangchance sollte dich nur abschrecken, aber vertrau mir, wenn du dran glaubst, klappt es bestimmt. Nun kannst du Tratini im Lager laufen lassen. Leider hat auch er keinen Nutzen und durch dein niedriges Level ist er auch andersweilig keine Hilfe. Aber du hast ihn. Zudem ist er, zusammen mit den anderen 4 Nutzlosen, ein perfektes Team. Und das war meine ernst gemeinte Top 3 stärkste Pauls für den Anfang. Wenn du diese 3 besitzt, kannst du dich nur noch bessern. Wenn du als Abwechslung ein ernst gemeintes Video sehen möchtest, gibt es hier eine Playlist. Du kannst mir auch gerne ein Abo dalassen.